Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima, dem DLC, die Insel Iki. So, wir sind gerade dabei, die Rüstung von Schwarzhand Riku zu finden und sind in einer Unterwasserhöhle unterwegs. Mal schauen, was wir als nächstes tun müssen, um weiterzukommen. Jemandes Schätze. Das Sammeln muss Jahre gedauert haben. Uiuiui. Wir finden hier sogar eine weitere Truhe. Mit ein bisschen Eisen darin. Gerade eben durchdrangen Schreie die Höhle, wie von einer sterbenden Person. Ganz einladend, ganz toll. Zünde vorsichtshalber einfach mal sämtliche Feuerschalen an denen ich vorbeilaufe. Einfach weil wir sowieso die ganze Zeit mit Brandpfeilen zugeschissen werden im Laufe dieser Höhle. Und weil es ja nicht schaden kann, etwas mehr Licht hier zu haben. Okay. Ich sah euch in meinen Träumen. Zeigt euch. Ein weiterer Jäger, der auf meine Rüstung aus ist und auf die Macht des Sarugami. Schwarzhand Riku, ihr lebt noch. Nein, ich wurde wiedergeboren in der Dunkelheit. Ein Duell in der Grube der Dunkelheit. Oh Mann. Und er hat die deutsche Stimme von Gladiolus aus Final Fantasy 15. Alles klar. Ihr seid blind. Das ist kein würdiger Kampf. Nein, ist es nicht. Okay. Mist. Ich glaube, ich habe die falsche Taste gerade gedrückt. Bams! Oh! Yes! Oh! Yes! Nice! Damit habe ich nicht gerechnet. Ein direkter Angriff nach unserem Klingenkreuzen. Na komm her. Bam! Ihr werdet die Sonne nie mehr sehen. Krass. Sarugami-Rüstung, durchdrungen von der Kraft eines furchterregenden Affengeists, drängt ihren Besitzer dazu, Risiken und Gefahren einzugehen. Sarugami-Helm, ein zuverlässiger Schutz gegen die Feinde des Sarugami. Okay. Was gibt es denn hier? Normales Parieren ist deaktiviert. Die perfekte Parade wird zu einer Kette von zwei Angriffen und perfektes Ausweichen fügt auch Gegnern im Umkreis Schaden zu. Alle Entschlossenheitsgewinne sind um einen mittleren Wert erhöht, verlängert das Zeitfenster für die Ausführung von perfekten Paraden und perfekten Ausweichen um einen mittleren Wert. Nicht übel. Aber ich bleibe trotzdem nach wie vor bei meiner Geistrüstung. Oder soll ich jetzt diese Rüstung anbehalten? Sieht so aus. Ich soll sie wohl erstmal anbehalten. Zumindest kann ich sie jetzt gerade nicht wechseln. Die Sarugami-Rüstung verstärkt deine Fähigkeiten zur perfekten Parade und zum perfekten Ausweichen, deaktiviert aber deine normale Parade. Zeit zu verschwinden. Okay, entkomme aus Rikus Versteck.
Ich nehme mal an, da muss ich irgendwann die Fähigkeiten der Rüstung auch mal austesten. Oder? Warum sonst kann ich sie gerade nicht ablegen? Oder kann ich es eventuell jetzt? Nö. Na gut. Irgendwas wird wohl noch passieren, oder? So. Okay. Was war das denn? Spiel? Er ist hier drüben! Okay. Die Rüstung passt gut zu euch, mein Herr. Ihr seht ganz aus wie der alte Riku. Kashira, solltet ihr nicht gerade Geistergeschichten in Phones Zuflucht erzählen? Gebt die Rüstung her. Und zwar schnell. Ich muss pissen. Hab's mir für Rikus Leichnam aufgespart. Riku gehört euch. Die Rüstung jedoch mir. Verdammter Samurai. Ah! Oh! Ah! Das ist also diese Zweischlag-Kombo nach einer perfekten Parade. Nice! Die Sarugami-Rüstung verstärkt die Tödlichkeit des perfekten Ausweichens. Ja, ich merk schon. Nice! Da flieht auch schon einer. Na kommt. Traut sich einer? Jawohl. Zu spät. Nice. Mist. So. Jawohl. Bam. Oh, nice. Das ist also dieser Angriff, der mehrere Gegner im Umkreis schädigen kann. Nach perfektem Ausweichen. Geil. Nice. Sehr schön. Das waren alle. Jawohl. Der Sarugami ruht immer noch in der Rüstung. Die Legende von Schwarzhand Riku abgeschlossen. Fluch. Nice. Und Segen zugleich. Durchaus nicht schlecht. Das muss ich zugeben. Vor allen Dingen, da man jetzt perfektes Ausweichen und Parade deutlich leichter ausführen kann. Das hat man jetzt gemerkt. Trotzdem bleibe ich erstmal bei der Geistrüstung und bei nächster Gelegenheit würde ich natürlich diese eine Rüstung, Moment mal, verbessern. Das ist doch nicht die Geisterrüstung. Doch? Als ob. Okay. Ich habe scheinbar nur eine andere Farbe dafür ausgerüstet, ohne es gemerkt zu haben. Buße des Henkers. Was haben wir hier? Ich bleibe dabei. So. Okay, das heißt, als nächstes kommt diese Story-Mission da unten ran. Jin aus Yarikawa. Der Name wird sogar hier noch vom Spiel angezeigt. Obwohl wir selbst es ja besser wissen. Irgendwann wird es aber mit Sicherheit rauskommen, dass Jin in Wirklichkeit Jin Sakai heißt. Ne? Und wer weiß, vielleicht hat er an dem Punkt in der Geschichte den Leuten bereits so krass geholfen, dass es ihnen egal ist, dass er vom Sakai-Clan ist. Wäre jetzt meine Vermutung. Und dann heißen sie ihn willkommen, obwohl er der Sohn desjenigen ist, der Unruhe und Krieg auf diese Insel gebracht hat. Aber wie Jin bereits zu der Viper gesagt hat,
Die Feinde meines Vaters sind nicht... Er möchte ja mit den Traditionen brechen, um einen anderen Weg zu finden. Das ist es, was den Geist von Tsushima ausmacht. Sein eigener Weg. Nicht vorgegeben, sondern nur... Wo ist Tenzo? Auf den Klippen. Spricht mit einem Freund. Was lacht ihr so beschissen? Okay. Bin ich hier richtig? Nö. Ah, ja, okay, Fehler, mein Gott. Das könnte das Spiel mir auch netter sagen, dass ich gerade den falschen Weg eingeschlagen habe. Ich weiß, dass es in Wirklichkeit irgendwas anderes meint mit der Fehlermeldung, aber egal. Der Adler spricht die Wahrheit. Ah, das ist sein Freund, hä? Ein Schamane. Nee, ich wollte dich nur nicht unterbrechen, dabei was auch immer. Töte den Feind nächstes Mal nicht so voreilig. Vielleicht wusste er etwas Brauchbares. Gesungen hat er. Du nanntest ihn einen Lügner. Was hat er gesagt? Das kann warten. Das Schiff legt bald an. Wenn es da ist, sag deinen Männern, dass wir es leise entern. Wenn es zu viel Schaden nimmt, durchschaut das Kriegsschiff des Adlers unsere Tarnung, bevor wir nah genug zum Angriff sind. Keine Angst, Genos Yarikawa. Das Trossschiff wird keinen Kratzer abbekommen. Ruh dich jetzt aus. Das Schiff wird bald hier sein. Jin aus Yarikawa. Oh Mann, wenn die Mission schon so heißt, habe ich das Gefühl, Jins Tarnname wird auffliegen in dieser Mission. Irgendwie und irgendwo, irgendwann. Es ist Zeit. Sie kamen mit Ruderbooten an Land. Wir borgen sie uns für den Weg zum Schiff. Der Nebel ist gut für uns. Wenn sie uns kommen sehen, könnte sie das verscheuchen. Legen wir los. Wirkt das Gift des Adlers noch? Ich bleibe bei Sinnen, falls du das meinst. Nein, du sagst, es lässt dich Dinge sehen? Dinge, die ich vergessen will. Wie dein Seidenhakama mit Blut zu besudeln? Ein bisschen schlimmer als das. Gut, ich beiße an. Was ist das Schlimmste, das Jin aus Yarikawa passiert ist? Dich zu treffen, der Tod meines Vaters. Och komm, nee. Der Tod meines Vaters. Wir kämpften gemeinsam. Tut mir leid. Muss es nicht. Du wusstest es nicht. Dich zu treffen, fände ich ein bisschen zu hart. Komm, also es gibt immer so die Arschloch-Antwort, also die Samurai-Antwort in Anführungszeichen. Also die Antwort, die ein typischer Samurai wohl in Erwartung eines Plünders an diesen geben würde. Ne? Und dann eben die freundliche Art und Weise. Wie Jin und andere Leute es tun würden, in Erwartung eines Plünderers, wie gesagt. Und ansonsten laufen wir mal zum Kriegsschiff und hoffen, dass wir es tatsächlich leise erobern können. Okay, ist doch ein überraschend langer Weg. Ihr wisst, wie es läuft. Schnell und blutig. Ich meine damit, er wirkt nur deshalb so lange, weil es in der Zwischenzeit keine Dialoge gab. Oh. Heißen wir diese Mongolen nach Ikiat willkommen. Angriff! Zack, zack. Oh, ihr Penner! Okay. Oh, Schwarzpulverbomben. Mag ich. Und du, komm schon. Ach, das gibt's doch nicht. Komm schon. Okay. Okay. Schnell die Fähigkeit aktivieren, bevor sie unwirksam wird.
Na, reicht euch das? Den Bogenschützen? Ah, es sind ja nur Bogenschützen. Na gut. So. Waren das alle? Hört sich so an. Gut. Okay, kleinen Moment. Ja, ja, ich will doch nur ein kleines bisschen plündern hier. Das musst du mir gönnen, Alter. Alter, Scheiße. Zug! Nein, ich schleiche mich hin. Schalte die Waffen aus. Die sprengen euch in Stücke! Na los, Jim. Zeig uns, was ein Samurai kann. Achtung, Beschuss! Haltet den Kopf unten! Oh je. Puh. Die haben ja krasse Waffen. Alles klar. Jetzt möglichst in Deckung bleiben und unentdeckt bleiben vor allem. Ihr seid. Sie locken euch in eine Falle. Ihr seid nicht echt. Wenn ihr sprechen die Plünderer dann ein Gebet für euch? Dasselbe, das sie vor dem Mord an eurem Vater sprachen. Wie ging das Gebet nochmal? Ihr kennt die Worte. Sie verfolgen euch. Möge euer Tod allen anderen dienen. Seid still! Alter. Ich dachte schon, so bei jeder neuen Plattform, die ich betrete, gibt es einen neuen Adler-Diss. Sozusagen. Was leuchtet denn da unten? Da leuchtet doch gerade eben noch etwas. Hä? Na toll. Ich wurde durch ein einzelnes Funkeln hier runtergelockt. Und gebracht hat es mir nix. Da war doch ein Ankerpunkt und ich habe R2 gedrückt. Och, komm schon. Ach so, okay. Das war ein Punkt, wo ich... den ich hätte wegziehen sollen. Ups. So. Na. Sehr schön. Und jetzt? Ah. Weg. Hat nichts dabei. Gut. Also für mich ist es nicht so gut. Aber sei es drum. Zack. Puh. Knapp. Und jetzt erstmal euch alle erledigen. Eins. Zwei. Ja, als ob. Als ob ich... Oh Mann. Der eine Gegner, der war doch sowas von in Reichweite. Was will das Spiel mir hier erzählen? Ihr helft denen, die auf eures Vaters Namen spucken. Als er starb, wart ihr zu schwach, um ihn zu retten? Ich trug keine Schuld. Alter. Okay, da scheint die erste der Waffen zu sein. Erstmal dich erledigen. Den alleinstehenden Gegner. Die arme Sau sozusagen. Und jetzt ihr. Ketten. Atten. Tat. Da ist nur noch du. Okay. Ah, Rauchbomben. Keine Schriftrolle, wie ich anfangs dachte. Oh, ich dachte, die Waffe wäre hier in dem Gebäude. Oder in der zerstörten Hütte. Gebäude kann man das ja nicht mehr so sehr nennen. Ach, das hier ist sie. Ups. Aber interagieren kann ich damit irgendwie gar nicht. Ha. Ist ja nett. Also muss ich einfach nur die mongolischen Kanoniere besiegen. Gut. Wenn das dem Spiel ausreicht, wer bin ich schon, als dass ich dem widersprechen würde? Und dann
Oh je. So. Die meisten Bogenschützen sterben zum Glück sowieso durch einen einzelnen Schwerthieb. Wups. Okay. Weg mit dir. Und weg mit dem Schildtypen. So. Reicht doch. Oder? Oh. So. Oh. Waren das schon alle Kanoniere? Hat ja ganz schön gedauert, die Kanonen lahmzulegen. Ich dachte, du bräuchtest mal eine Verschnaufpause. Wie umsichtig. Was ist los mit dir? Zuerst stehen wir Schulter an Schulter. Und dann möchtest du anscheinend die Klingen kreuzen? Nicht jetzt, Samurai. Wir haben zu tun. Dann lass uns danach weiterreden. Nimm Kurs auf das Kriegsschiff des Adlers. Hoffentlich merken sie nicht, dass die Besatzung Plünderer sind. Hoffen allein reicht nicht. Lass deine Männer sich verstecken, wenn wir in Sichtweite kommen. Ein leeres Schiff ist ja gar nicht verdächtig. Es verschafft uns Zeit, uns an ihren schweren Kanonen vorbeizunähern. Wir warten, bis sie an Bord kommen. Schwarzpulvervorrat hoch. Und reißen dem Biest den Bauch auf. Wehe, du liegst nicht richtig. Hast du einen besseren Vorschlag? Tenzo, ich bin bereit, ihn zu... Sehr gut, Leute. Weg mit dem Kriegsschiff. Zack. Okay. Ah, Mist. Da bin ich nicht rechtzeitig auf die Ausweichen-Taste gekommen. Mein Fehler. Die Tür ist verbarrikadiert. Hört sie auf. Suchen wir einen anderen Weg. Und vor allen Dingen schalten wir mal hier oben die Gegner aus. Jesus Christ. Na toll. Mensch. Ah. Von der Seite können wir auch schon einbringen. Ach komm. Na, traust du dich? Dein Fehler. Okay, Moment. Eins nach dem anderen. So. Naja, Moment. Okay. Hallo? Oh, muss ich damit interagieren? Ernsthaft? Mit einem Brandpfeil hätte das doch auch geklappt. Mann. Zurück weg. Zum Schiff, bevor es hochgeht. Los, los. Lauft, wenn ihr nicht mit den Mongolen sterben wollt. Heute haben wir für Funes Zuflucht gekämpft.
Jetzt erobern wir Iki zurück. Und eines Tages entkommen wir diesem endlosen Leid. Nice. Djinn aus Yarikawa abgeschlossen. Ah. Meine Sorgen waren scheinbar unberechtigt, dass sein Name auffliegt, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ich glaube nach wie vor, dass irgendwann seine Identität auffliegen wird, früher oder später. Gute Arbeit, Tenzo. Das wird Fune sicherlich gefallen. Nein. Sie wird uns bei lebendigem Leib häuten. Wovon redest du da? Sag du's mir. Fürst Sakai. Wenn dein wahrer Name ans Licht kommt, wird jeder Einzelne in dieser Zuflucht dir die Kehle aufschneiden wollen. Sag meinen Namen. Ich werde mich verteidigen. Genau das will der Adler doch. Blutvergießen zwischen Samurai und Plünderern. Sie weiß, zusammen sind wir eine Bedrohung. Schwachsinn! Woher weißt du, wer ich bin? Von dem Mongolen, den du verhört hast? Der Adler wollte, dass du es weißt. Das habe ich davon, einem Samurai zu vertrauen. Ich bin hier aufgewachsen. Lernte im Seichten das Schwimmen. Half beim Bau dieser Häuser. Brach mir den Arm, als ich an den Felsen kletterte, um meine Frau zu beeindrucken. Du hast eine Frau? Hatte ich. Sie und das Kind starben im Kindbett. Fune begrub sie mit mir. Das ist meine Heimat. Diese Leute sind meine Familie. Wenn sie erfahren, dass ich den Sohn des Schlechters von Iki herbrachte, dann werden wir beide gepfählt. Enden als Futter für die Krabben. Das wird nicht passieren. Es bleibt unter uns. Wir haben wohl keine Wahl. Wir haben dem Adler heute einen Schlag versetzt. Wir können Iki retten, wenn wir zusammenhalten. Aber das war erst der Anfang. Ihr Samurai und euer Geschwätz. Ich sag Fune, dein Plan war gut. Geh zu ihr. Sie wird sich sicher bei dir bedanken wollen. Irgendwie bezweifle ich das. Sieh dich vor, Tenzo. Pass auf, was du sagst. Du auch. Djinn aus Yarikawa. Oh Mann, und ich habe es gerade eben noch gesagt, ne? Gerade eben war das noch Thema. Uff. Aber gut, dass Tenzo zumindest erkannt hat, dass wir ja nichts Böses wollen. Wir wollen wirklich diese Insel befreien, klar. Die Hauptmotivation erwächst daraus, dass wir eine Bedrohung für Tsushima ausschalten, bevor diese zur richtigen Bedrohung wird. Oh, das Turnier der geheimen Bucht. Aha. Interessant. Ja, aber natürlich, er will auch diesen Plünderern hier helfen, auch wenn er weiß, dass sie einst die Feinde seines Clans waren, aber er sagt es ja schon einmal. Die Feinde seines Vaters sind nicht seine Feinde. Und dementsprechend, ja, er hegt keinen Groll gegen sie, er will auch ihnen helfen und das hat Tenzo erkannt, zum Glück. Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass dieses Geheimnis doch nicht nur zwischen Djinn und Tenzo bleiben wird. Weil, wenn der Adler wollte, dass die Plünderer es erfahren, dann wird der Adler wahrscheinlich nicht nur dafür sorgen, dass Tenzo es erfährt, er wird auch irgendwie sicherstellen wollen, also der Adler, ja, es ist eine Sie, aber, ne, ja, im Deutschen ist es ein kleines bisschen schwierig, weil der, die, naja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, ne, der Adler wird sicher auch sicherstellen wollen, dass, die Anführerin der Plünderer diese Informationen bekommt. Ja, schon wieder eine Fehlermeldung, aber ich ignoriere sie schon mittlerweile. Ne, ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend, das könnte noch ein bisschen ungemütlich werden für Djinn. Komischerweise kann ich scheinbar nicht an diesen Duellen teilnehmen. Schade. Wieso sollen wir warten, bis sie uns
Guten Tag, die Dame. Kann ich helfen? Ah. Kennt ihr den Weg? Den Weg wohin? Und sind in Sicherheit. Bei Mongolen ist niemand sicher. Wenn sie Lügen verbreiten, finde ich diesen Tempel und setze dem ein Ende. Okay, Karte aktualisiert, Ort aus einem Gespräch hinzugefügt. Okay, ich dachte schon, eine eventuell... Ah doch, hier, des Adlers Betreuer. Es heißt, dass der Adlerstamm Menschen im Wolkenwaldtempel Nahrung und Schutz bietet. Ich kann mir ausmalen, was der Adlerstamm dort wirklich mit ihnen macht. Ja, vergiften. Mit dem Gift des Wahnsinns. So möchte ich es mal nennen. Okay. Dann schauen wir mal. Könnte mehr als Spucke und Polieren vertragen. Dann schauen wir doch mal. Sarugami-Rüstung. So, was wird da erhöht? Ah, das hier. Die perfekte Parade wird zu einer Kette von 3 Angriffen und perfektes Ausweichen. Okay, fügt auch Gegnern im Umkreis Schaden zu. Okay, machen wir mal. Tragt sie stolz. Wir haben ja mehr als genug Ressourcen, ne? Okay. Alle Entschlossenheitsgewinne sind um einen bedeutenden Wert erhöht. Verlängert das Zeitfenster für die Ausführung von perfekten Paraden und perfektem Ausweichen um einen bedeutenden Wert. Nice. Mein bestes Werk. Und hier die letzte, das letzte Upgrade. Da haben wir gerade noch so genug Seide. Für das nächste Upgrade einer Rüstung wird es wahrscheinlich nicht reichen. Wird zu einer Kette von 3 Angriffen und perfektes Ausweichen wird zu einem Angriff, der Gegner blendet. Alle Entschlossenheitsgewinne sind um einen gewaltigen Wert erhöht. Oha. Ja, machen wir es doch. Gute Wahl. Warum nicht, ne? Wofür sonst sollen wir die ganzen Ressourcen ausgeben, wenn nicht dafür? Oh. Und da kriegen wir auch direkt die Rüstung angelegt, um sie zu betrachten. Aber wie gesagt, zu meinem Spielstil passt ja die Geistrüstung eigentlich am besten. So, Geiststirnband passt. Sehr gut. Ups. Moment hier mal. Huch. Oh, der Sarugami-Schlund. Der ist auch nochmal dazu gekommen. Ich nehme natürlich die Geistmaske. Moment, die Geistmaske kann ich doch bestimmt auch umfärben, oder? Ja doch, Racheschwur, Geisttranszendenz, Buße des Henkers. Ich bleibe bei der Farbe. Die passt am besten zum, zum Rest des Outfits. So, oh, da ist ein weiteres Gespräch, das mir wahrscheinlich eine Nebenquest offen tut. In das Lager am Nagata-See braucht ihr nicht gehen. Von Mongolen geplündert. Hat jemand überlebt? Oh ja, unser Mönch bot sich als Pfand und rettete uns so. Doch ohne sein Geschick sind wir ohnehin verloren. Falls er noch lebt, bringe ich ihn zu euch zurück. Das wäre es wert. Da. Ein schwerwiegender Verlust. Ein Mönch hat sich den Mongolen ergeben, um sie von der Zerstörung eines überlebenden Lagers in der Nähe des Nagata-Sees abzuhalten. Vielleicht kann ich die Mongolen aufhalten und den Mönch wieder ins Lager bringen, das ihn dringend braucht. Ich will zumindest hoffen, dass er noch lebt. So, dann schauen wir noch einmal bei der Anführerin. Ah, da ist sie. Nicht schlecht, Jin. Ich kann's kaum glauben, dass ich das jetzt sage, aber gute Arbeit mit dem Kriegsschiff. Ist das ein Danke? Treib's nicht so weit. Meine Schiffe können endlich die Bucht verlassen. Wenn ihr ein Schiff zurück nach Tsushima nehmen wollt, nehme ich es euch nicht übel. Es dauert nur noch Tage, bis alle auf Iki der Medizin des Adlers zum Opfer fallen. Oder ihrer Armee beitreten. Und wenn Iki fällt, ist meine Heimat dran. In Ordnung, Jin aus Yarikawa. Bleibt hier und helft uns, die Flügel des Adlers zu stutzen. Sie verließ vor Sakai vor Stunden. Meine Speer sahen sie mit dem Haupttrupp losziehen. Sie muss etwas vorhaben. Wo ist sie jetzt? Keine Ahnung. Sie verwischt ihre Spuren gut. Aber ihre Festung ist ohne Schutz. Wenn ihr Haupttrupp weg ist, ist das unsere Chance, vor Sakai mit wenig Gegenwehr einzunehmen. Sogar mit weniger Wachen wird das nicht einfach. Das ist ein Gefangenenlager.
Die Gefangenen werden gefoltert und müssen das Gift dieser Hexe trinken, bis sie dem Adler ihre Treue schwören. Ich weiß. Ich bin von dort entkommen. Einige meiner besten Männer sind dort gefangen. Befreit sie und sie helfen euch mit dem Fort. Dann habe ich endlich genug Truppen, um den Adler anzugreifen. Sagt euren Männern, sie sollen hier die Verteidigung stärken. Wenn das klappt, wird der Adler sehr wütend. Das will ich hoffen. Blitze inmitten des Sturms. Oha. Das wird eine große Quest. Reise nach Fort Sakai. Puh, also mit anderen Worten, wir müssen uns zuerst reinschleichen, um die Gefangenen zu befreien und danach folgt ein Großangriff auf die Festung? Oder soll ein Großangriff auf die Hauptstreitmacht des Adlers folgen, die momentan keine Ahnung wo sein könnte? Naja, ist ja auch erstmal egal. Ich würde an der Stelle auf jeden Fall zu diesem Bambusstand reisen, weil er am nächsten am Fort Sakai dran ist. Die Reise zum Fort Sakai würde ich allerdings erst im nächsten Part antreten. Denn von der Zeit her reicht es auch schon für diesen Part. Also dann, Leute, was haben wir hier bei den Sammlungen an neuen Zeug? Hier. Bokuto-Turnier. Tritt im Turnier der geheimen Bucht an, feile in Kämpfen gegen einzigartige Duellanten an deinen Schwertkampffertigkeiten und verdiene Belohnungen. Ach. Also konnte ich da doch antreten. Ich habe nur scheinbar nicht die richtige Person gefunden, die ich ansprechen musste, um, ja, eine Teilnahme möglich zu machen. Vor 15 Jahren hast du dich dem Feldzug deines Vaters angeschlossen, um Iki zu befrieden. Ja, okay, das hatten wir doch auch schon. Erinnerung an Kummer. Ich denke oft an diese Nacht. Vater und ich teilten uns eine Flasche Sake und sprachen über meine Mutter. Damals zeigte er zum ersten Mal seine tiefe Trauer über ihren Tod. Ich spielte ihm ein Lied auf der Flöte vor, die sie mir gegeben hatte. Danach lag ihr Verlust nicht mehr ganz so schwer auf meinem Herzen, da wir uns die Last teilten. Ich glaube, ihm ging es ähnlich. Finde ich auch schön, wie diese ganzen Erinnerungen noch einmal mit so einem kleinen Text bedacht werden. Dass man das Ganze sozusagen noch einmal nachlesen kann, wenn man es denn möchte. Alles klar, Leute, dann würde ich an dieser Stelle für heute Schluss machen und im nächsten Part werden wir uns dann in Richtung Fort Sakai begeben und schauen, was wir dort alles erreichen können. Also dann, Leute, an dieser Stelle, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!